Hallo, hier sind wir wieder und wir stehen an einem 1000 Meter hohen Gebirgszug, den damals schon Rommel in seiner Operation Wüstenfuchs auf seinem Weg von Algerien nach Libyen mit 300 Panzern überwinden musste. Und wo diese Straße langläuft, seht ihr jetzt hier im Video. Wir sind Martina und Bernhard. Seit wir uns 2018 unser allererstes Wohnmobil gekauft haben, reisen wir, um an den schönsten Plätzen aufzuwachen. Mit unseren Möpsen, Elton und Felix erleben wir Abenteuer und treffen Menschen, die wir ansonsten niemals kennengelernt hätten. Für uns ist das lokale Essen und Trinken immer wieder ein neues Highlight. Kommt mit und seid dabei. Guten Morgen. Im Paradies gibt es sogar Frühstück. Wir bekommen Omelette mit frisch gepresstem Orangensaft, diese Teigtaschen mit Ei eingebacken und Salat. Und da frage ich euch, kann es in irgendeinem 5-Sterne-Hotel dieser Welt schöner sein? Ich glaube nicht. Bevor wir heute zu unserer Tour aufbrechen, die uns über einen 1000 Meter hohen Pass zu einer Muschelhöhle und in den längsten Canyon Tunesien führt, zeigen wir euch die Oase Tamerlan noch von oben und überfliegen die Schlucht, in der wir gestern waren. Danach müssen wir das Quad voll tanken, da wir auf unserer Tour heute über 120 Kilometer zurücklegen werden. Da wir uns hier während der gesamten Strecke im Grenzgebiet zu Algerien aufhalten und diese Gegend streng vom Militär und Polizei kontrolliert wird, mussten wir uns heute Morgen vor der Abfahrt mit der Angabe unserer Route und unserer geplanten Rückkehrzeit bei der lokalen Polizei abmelden. Die Sicherheit der Touristen wird hier extrem ernst genommen, um auf gar keinen Fall durch einen Zwischenfall den langsam aufkommenden Tourismus wieder zu gefährden. Der erste Abschnitt führt uns ca. 26 Kilometer über eine staubige Piste bis zu einer Höhle mit einer Decke komplett aus versteinerten Muscheln. Hier sind wir 1000 Meter hoch auf dem Meer. Da unten liegt eine Höhle von der English Patient mit Muscheln. 1872 ein Veterinär von Frankreich das Phosphat entdeckt. Unten Schott, kleiner See, Sahara, algerische Wüste. In 1 Kilometer fängt Rommelpass. Rommel war hier mit Panzer von Algerien nach Libyen. 2 Jahre diese Strecke zu bauen. Okay. Wir gucken bis jetzt alles an.
In dieser Höhle spielt das tragische Ende des Liebesfilms Der englische Patient aus dem Jahre 1996. Dieser Film wurde mit 3 Oscars prämiert. Generalfeldmarschall Rommel ist als Oberbefehlshaber des Deutschen Afrikakorps und der Panzerarmee Nordafrika mit seinen Truppen von Algerien über Tunesien und Libyen bis El Alamein in Ägypten vorgestoßen. Hier ist die Rommelpiste. Da unten war 20 Meter hoch mit Dynamiten zwischendurch. Und rechts Rommel hat eine Mauer gebaut, 5 Meter hoch. Warum? Versteckend, die Offroad, die Piste. Und Rommel, warum hat er das betoniert? Wenn die Panzer fährt, macht kein Staub. Wissen Fuchs. Von Algerien nach Libyen. Um mit seinen 300 Panzern diesen Pass überwinden zu können, hat er im Laufe von 2 Jahren diesen ursprünglichen Ziegenweg in eine betonierte Panzerstraße umbauen lassen und diese Straße dann nur ein einziges Mal benutzt. Wir fahren nun diesen Pass auf der noch originalen Betonstraße bis in Schott hinunter. Wir fahren im Schott ca. 20 km ostwärts, um dann den Pass auf einer gut ausgebauten Straße erneut zu überqueren. Bevor es jedoch weitergeht, genießen wir den gigantischen Ausblick über die zerklüfterten Berge bis weit in das Schott hinein. Wir sind uns schnell sicher, dass der Ausblick von hier oben
eines der größten Highlights unserer Tunesienreise sein wird. Nach weiteren Kilometern über Schotterpisten, Sandwegen und auch Teerstraßen erreichen wir Mides mit der Schlucht von Mides, einer Bergoase in einem südlichen Ausläufer des Atlasgebirges, das sich von Marokko über Algerien bis nach Tunesien erstreckt. Der Ort Mides war bereits im Altertum als römischer Vorposten und Teil des nordafrikanischen Limes bekannt. Die Natur hier ist schon wirklich einfach atemberaubend schön. Wir waren im Quad gerade da unten, sind wir gerade lang gefahren in diesem Canyon. Das ist der Canyon von der Stadt von Mides. Die Altstadt, die alte, kann man da oben noch sehen, wo die Menschen, die Römer, früher gelebt haben. Das ist eine Siedlung aus der Römerzeit. Und der Canyon, an dem die Stadt steht, geht bis nach Algerien. Also der fängt hier an und geht nach Algerien rüber. Und deswegen sind die auch da drüben ein bisschen nervös. Direkt hier drüben, dieser Bau da hinten, hinter dem Palmenhain, das ist die algerische Grenze und das ist der Grenzposten. Touristen sind im Moment fast keine hier. Ist ein bisschen schade, weil das wirklich eine Wahnsinnsattraktion ist. Uns gefällt es ausgesprochen gut und wir sind völlig angetan von der Schönheit dieser Natur. Nach so einer fantastischen Zeit und so wahnsinnigen Erlebnissen haben wir jetzt, glaube ich, den krönenden Abschluss gefunden. Farouk hat uns hier oben einen Platz gezeigt, wo man komplett die Bergwipfel umblicken kann und die Sonne geht da hinten unter. Und wir haben uns sogar eine Flasche mitgenommen und zwei Gläser, um dieses Ereignis gebührend zu feiern und abzuschließen, weil wir so beeindruckt sind von der Schönheit dieses Landes und der Freundlichkeit dieser Menschen, die hier leben. Also wir sind wirklich hin und her gerissen. Es ist so schön. Jetzt schauen wir, dass ich das hier aufbekomme. So. Es ploppt nicht. Jetzt. Wir haben wunderschöne Tage hier verbracht.
Und ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie uns. Und wir finden, Tunesien ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Ob mit dem Wohnmobil oder ob individuell oder pauschal. Uns hat Tunesien mitten ins Herz getroffen. Für uns ist Tunesien nicht nur eine Empfehlung wert, sondern für uns ist es so, dass wir sagen, Tunesien ist Wohnmobilreiseland und ihr braucht auch keinen Allrad oder irgendwie fancy Equipment. Ich denke, das geht mit dem ganz normalen Wohnmobil. Die Straßen sind super, die Menschen sind hilfsbereit. Hier gibt es immer eine Lösung für ein kleines Problem und größere hatten wir noch nicht. Und wenn euch das Video genauso gut gefallen hat wie uns dieses Land, dann erzählt einfach den anderen davon, wie schön es hier ist, damit dieses Land wieder mehr Tourismus bekommt. Zum Wohl!